Hallo, moin Mädels. Moin Jungs. Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Hier auf YouTube. Ja, Getting Over It ist ein Game, das die Aggression abbauen soll. Wo man auch ein bisschen lernen soll, geduldiger zu sein im Live. Quasi eine Therapiesitzung. Letzten Dienstag war in Berlin Feiertag. World Women's Day. Da ist er hin und nicht zur Arbeit gegangen an dem Tag. So, wir haben jeden Dienstag, also vielleicht ist heute auch Dienstag, wo dieses Video kommt. Ich schreibe euch dann nochmal in die Kommentare, ob er dann heute zum Essen gekommen ist. Henno und ich haben jeden Dienstag Abendessen, Mittagessen zusammen. Wir essen jeden Dienstag Mittag. So, und dann ist er Dienstag nicht da gewesen. Und ich warte vor seiner Tür beim Büro. Ja, und dann stehe ich da. Halbe Stunde habe ich gewartet. Halbe Stunde. Kam nicht. Er kam nicht. Und jetzt die Frage, war ich zu ungeduldig? Oder bin ich zu Recht sauer, ne? Das ist die Frage. Ja klar, die wir uns alle stellen. Naja, ich bin auf jeden Fall sauer gewesen, Digga. Weiß er auch. Hab den auf die Fresse gehabt. Ja, auf jeden Fall dachte ich mir, ich nutze Getting Over It zum Stressabbau. Und hoffe mal, wir kriegen das hier hin. Ja, ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Kann man hier springen oder so? Man kann nicht laufen. Man nutzt nur die Maus. Ah ja. Ist sie schon uralt? Ich weiß, bitte hör auf zu meckern. Okay. Ja. Aha. Ja, das Spiel wird mir sehr viel Spaß machen, muss ich sagen. Getting Over It. Ich habe schon jetzt schon keine Lust mehr auf diese Maus. Mike, if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Ah! Halt's Maul! Ja. Oh, der hat richtig Muckis, Alter. Guck mal, der hat richtig Bizeps. Siehst du das? Haha. Und hier rüber. Oh. Ja. Ja, so, da haben wir es doch. Ja, ich bin ein Natur-Talent für das Game. Warum sitze ich eigentlich in so einem Topf? Was haben die sich dabei gedacht, als sie das Spiel gebaut haben? Ja. So, warte mal. So. Ja, oh nee, scheiße. So, und jetzt ganz langsam. Oh. Guck mal hier, kann man jetzt so ganz langsam. Oh, es ist sehr sensibel. Ich habe da schon ein paar Videos mal zu gesehen. Es gibt auch so einen, der Speedrun, das ist irgendwie so 30 Sekunden ins Weltall. Da sind wir zeitlich, glaube ich, schon drüber, wenn ich richtig sehe. Ha! Ah ja, hoch und dann... Nee. Ja? Ja? Ja! This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo. A mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B-games. Sexy hiking. Ah! Oh, no! God damn it, oh! Wieso müssen YouTuber, also Markiplier ist ja ein Bekannter, den kennen so ein paar, ne? Hier, da steht's. Warum müssen die immer so Reactions geben, die kein Mensch gibt? Zeig euch mal eben, was ich meine. B-games are rough assemblages. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Then is polished products. So, jetzt haben wir's. Ist das so lustig dann? Viel mehr lustig, wenn Leute das so machen? Okay, oh no, oh ja, oh nein! Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration. A real punch in the gut. Oh no, I fall down, Alter. Ist scheiße auf dem Boden hier, Digga. Mann. So, und jetzt Speedrun. Ich bin so generell noch nicht so wirklich. Das klingt jetzt blöd, aber mit der Steuerung bin ich jetzt noch nicht so vertraut. Ja. Jetzt haben wir's. Ach komm! Ja. Oh ja. Ja. Oh, uff. Sorry about that. Machen wir nochmal! So, ich sitze hier in meiner Tonne und ich will da jetzt hoch. Oh, in mir kocht schon eine innerliche Aggression hoch. Aggression abbauen soll? Komme ich denn da hoch? Das geht nicht. Bin zu blöd. Will das Spiel mich verarschen? Mann, ey, leck mich doch im Arsch. Ja, so, jetzt beruhigen wir uns erstmal. So weit waren wir noch nie. Ja. Doch. Und dann... Ah, ja. Und so, jetzt kommt das Leben, ist ein ewiger Kreis. So. Nein! Och, es ist eh scheißegal, es sind nur 5 Meter. Ja, wer macht denn sowas? Also, wer spielt denn sowas gerne? Gibt es Leute, die sich denken, das ist ein geiles Game, ne? Hey, das ist doch schon die schwerste Stelle im Spiel, oder? Wollt ihr mich verarschen? Der Stelzig spielt Elden Ring. Hallo, wie viele Devs?
gefragt nicht. Wie viele... Der ist offline gegangen. Sterzik hasst mich. Ganz offiziell. Vielleicht ist er auf Twitch. Antworte mir. Wieso bist du offline gegangen? Kalle, weil du mir geschrieben hast. Ich hab dich geblockt. Ja. Ja, naja. So, kaputt bist du. Er antwortet nicht. Spielen wir weiter. Ah. Früher könnte man auf Sterzik noch bauen. Ah, das war fast... Also da muss man auch mit der physikalischen Arbeit, muss man da arbeiten. Ne? Getting over it. Tolles Spiel. Oh. Ich lese euch sonst kurz einen schlechten Witz vor, zur Beruhigung. Immer wenn ich jetzt runterfall, wird es jetzt einen schlechten Witz geben. Wie heißt ein Reh mit Vornamen? Kartoffelpü? Oh lol. Das habe ich echt, das hat echt jetzt wirklich gedauert in meinem Kopf. Gut, das war Nummer 1. Alles unter der Paddel zählt nicht als runterfallen. Ich kann dieses Spiel nicht. Also das ist auch so ein Geschicklichkeits-Drecks-Game, was ich nicht kann einfach. Wo ich dann auch innerlich, wo es in mir hochkocht. Also... Oh. Wir können... Ah. Wieso ist denn hier schon so eine Stelle in dem Spiel, wo man schon keinen Bock mehr hat? Alter, ich habe da 6 Euro für ausgegeben. Zum Glück habe ich es bisher erst 20 Minuten gespielt. Und Sterzik hat mich blockiert. Oh, hier. Henno spielt Dark Souls. So, mal die Tage mal wieder vorbeischauen. Cool. Och, Mann, ey. Wow. Das war jetzt über der Paddel. Herr Ober, meine Serviette ist schmutzig. Tut mir leid. Dann ist sie falsch zusammengelegt. Das ist ja... Also selbst wenn man keinen Humor hat, ist das nicht lustig, ne? Haha, weil sie die benutzten Servietten falsch rum zusammenlegen, weil sie nochmal recyceln. 1 von 5 Sternchen. Wir machen jetzt hier Sternchen. Der erste kriegt eine 4. Ne, eine 3. Der mit dem Reh. Und der kriegt jetzt eine 1. Weil 1 muss man geben. Ach Mann, ey! Wie soll man das denn schaffen hier, die Scheiße? Und jetzt so. Oh nein! Ganz ruhig, ganz ruhig. So, ja. Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Was macht ein Pirat am Computer? Er drückt die Enter-Taste. 1 Stern. Scheiße. Der ist richtig scheiße. Oh ja, da ist der nächste. Ja, ja. Wir kriegen noch einen Witz. Wir kriegen noch einen Witz. So, genau. Ja, ja, ja. Und jetzt müssen wir hier hoch. Hoch. Warum können Bienen so gut rechnen? Weil sie den ganzen Tag mit Summen beschäftigt sind. Zwei von 5 Sterne. Och Mann, ey. Ja. So. Ja. Nein! Ey, dieser Drecksast! Ich mach's wirklich nicht mit Absicht. Das ist ein Scheißspiel, ist das. Wie heißt Sonnenuntergang auf Finnisch? Helsinki. Cool! 1,5 von 5 Sternen. Ich hier so die Krise langsam. Wie soll man das denn spielen? So, pass mal auf. I think it's dark for the forest. Was? Der hat auch mehr Sensi, ne? Dann machen wir die Sensi hoch. Der macht nur so. Ja. Nein! Da! Ah, mich juckt's überall! Verstehst du das? Ah. Ja, dann lese ich nochmal einen vor. Welches sind die teuersten Tomaten? Die Geldau-Tomaten. 3 von 5 Sterne! Da! Mann! Was essen Supermodels, wenn sie schnell gehen müssen? Ein Laufsteak! 2,5 Sterne. Ich wette, es ist, wann kann man das... Kann ich das noch zurückgeben, das Game? Ah! Für mich so scheiße. Das ist nicht gut hier für mich und mein Leben. Warum passieren diese Sachen? Was bin ich hier für ein Punching Ball? Aller links, rechts. Und der schwitzt sich hier mit seinem Arschwasser einen ab. Das kommt da rausgetröpfelt wie aus so einer Rosette. Aller, was ist das hier? Es ist alles widerlich. Der schwitzt da seit einer Woche drin. Ah! Oh mein Gott. I don't know how I did it. Wenn ich auf dieses Haus komme, bin ich so weit wie noch nie. Guck mal, ich gebe euch hier noch einen schlechten Witz for free. Welche Handwerker essen am meisten? Maurer, die verputzen ganze Häuser. 2,5 Sterne. Wir müssen da oben an die Kante vom Dach irgendwie reinkommen. Warum müssen die armen Studenten um 7 Uhr aufstehen? Weil um 8 die Läden schließen? Abend!
abends oder was? Scheiße!